hochverehrtes Publikum im Saal und an den Schirmen, liebe Europäer, liebe Briten, liebste, einzige, wunderbare Margarete, ich sehe dich gar nicht. Da bist du. Ehrung heißt im Englischen Distinction. Das deutsche Wort Distinktion jedoch definiert soziologisch die Abgrenzung von Angehörigen bestimmter sozialer Gruppierungen, die mit Hilfe von Kleidung, Habitus oder Codes Unterscheidungs- oder Alleinstellungsmerkmale generieren. Geschmacksvorlieben bezogen auf Kunst, Musik, Möbel, Essen, Trinken, Reisen werden als Folge des sozialen Status angesehen. Mir fällt dazu eine Situation ein, die ich mit Margarete von Trotter erlebte bei irgendeiner Kinotour eines gemeinsamen Filmes, in dem sie ein wenig vorwürflich befragt wurde, warum sie denn nie Filme drehen würde über Hartz-IV-Empfänger in Plattenbauten. Seien Sie versichert, niemand kann so ratlos gucken wie diese kluge und gebildete Frau, deren Name übrigens aus dem Griechischen kommt und Perle heißt. Zögernd sagte sie, dass sie Filme machen würde über Lebensumstände und Menschen und Beziehungen, mit denen sie sich auskenne. Dass man doch zumeist erzähle über das oder von dem, was man kenne. Und dass es großartige Filme gäbe zu dem genannten Thema, aber nun mal jetzt gerade nicht von ihr, da ihr Background vielleicht ein anderer sei und sie nicht wagen würde, zu berichten über etwas, von dem sie zu wenig wisse. Sagt die Frau, die als Vierjährige zum Betteln geschickt wurde. Sagt die, die als Heranwachsende jahrelang staatenlos war. Sagt das Mädchen mit der Single-Mutter zu Zeiten, als es das Wort noch nicht gab, sondern nur das Stigma. Sagt eine Künstlerin, die sich mit ihren Filmen eingemischt hat in politische und gesellschaftsrelevante Zusammenhänge und die sich darüber hinaus mit historischen Figuren aller Couleur beschäftigte und jeweils so lang eintauchte in die Materie, bis sie als Connoisseurin wieder auftauchte. Das Problem mit Margarete ist jedoch, dass man ihr nicht sagen darf, dass man etwas schön findet, das sie besitzt. Wie es geschah, als wir beim Dinner nach einem Berlinale-Screening saßen und ich ihre kleine Handtasche bewunderte. Prompt öffnete sie das Ding, kippte den gesamten Inhalt in eine Serviette und schenkte mir die Tasche. Sie selbst ging mit einem Klumpen Stoff nach Hause. Und da ich sie nicht umstimmen konnte, die Handtasche doch noch zu behalten. Wie eine Mutter, die ihr Kind füttert und reflexartig den Mund öffnet, damit das Kind isst, schaut sie ihren Schauspielern zu. Sie spielt mit, sie sendet, eng verbunden mit ihren Schauspielern und deren Figuren. Und manchmal spielt sie einem vor. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß, ich übertreibe immer so. Barbara liebt das. Ich sag, Margarete, wenn du mir vorspielst, dann hab ich das im Kopf wie ein Ohrwurm. Das geht dann nicht mehr weg. Dann lacht sie und hält einen an beiden Händen und sieht einen an. Mit diesen Augen, in Herz und Hirn, wie ein MRT. Sie ist ein Bücherfresser. Ein Kreuzworträtsel-Junkie gegen Alzheimer und Dauer-Tagebuchschreiberin, in das nicht nur ihre künstlerische Karriere, sondern auch politische Betrachtungen notiert sind. Sie wird unruhig, wenn sie zwei Tage nicht schreibt. Für das Buch, das anlässlich ihres Filmes Hannah Arendt erschien, machte sie sich die Mühe, alle Tagebucheintragungen über 8 Jahre hinweg zu exzerpieren, die mit der Entwicklung des Films zu tun hatten. Es ist unglaublich interessant und über jeder Eintragung steht das Datum und der Ort. Paris, Rom, Vauxhall, New York, Beauregard, München, Tel Aviv, Jerusalem, Berlin, Köln, Toronto, Paris. Sie ist immer unterwegs, zu Hause in der Welt, wechselt von einer Sprache in die nächste, kennt die Texte italienischer Opern, weiß, wann welcher Regisseur welchen Film gedreht hat und wer ihn geschrieben hat, bezieht sich auf konkrete Szenen, zitiert aus dem Kopf Einstellungen und braucht dazu weder Wikipedia noch eine Enzyklopädie.
Ihre Inspiration bekommt sie zusätzlich aus der bildenden Kunst, ihre Westentasche sozusagen, und chillte als junge Frau mit Künstlern wie Gerhard Richter oder Sigmar Polke. Als Idee für eine Szene, in der sich eine Prostituierte ihrem Freier anbietet, schleppte sie einen Katalog von Egon Schiele zu mir in den 5. Stock ohne Aufzug, um mir Zeichnungen zu zeigen, die dafür vielleicht als Vorlage dienen könnten. Immer diese nackten Brüste ist doch eigentlich auch nicht abendfüllend, sagte sie sinngemäß. In der Fassbinderzeit hoffte sie auf die durchschlagende Hauptrolle, mit oder ohne nackte Brüste, von der er wiederholt sagte, dass sie käme. Und spielte dann am Ende doch wieder ein Mädchen, gerne schwanger. Irgendwann reichte es und nach der gemeinsamen Arbeit mit Schlöndorff an Katharina Blum schrieb und inszenierte sie ihren ersten Film, Das zweite Erwachen der Christa Klages. Margaretes Wohnzimmerteppich war der rote, der zu den internationalen Festivals führte, auf denen ihre Filme gezeigt wurden. Und sie ging mit ihrer Zigarette, die wie ein 11. Finger war, hinüber. Lässig. Sie war cool, auch wenn sie vielleicht nicht genau weiß, was cool heißt. Aber sie war und ist cool, weil sie immer gemacht hat, was sie machen musste und wollte. In diesem Haufen von Männern um sie herum, die einer Generation entsprangen, die sich sicher fühlten in ihrer Hegemonie und sich deswegen dementsprechend benahmen. Dass heute immer mehr Frauen Regisseurinnen werden, inklusive meiner eigenen Tochter. Dass immer mehr Frauen Kamerafrauen oder Bildgestalterinnen, heißt das wohl politisch korrekt, werden. Dass Frauen Netzwerke bilden, dass Filme von Frauen inszeniert, nicht mehr mit dieser absurden Genrebezeichnung Frauenfilm tituliert werden, haben wir auch Margarete von Trotta zu verdanken und nicht nur MeToo. Sie ist ein Vorbild. Sie ist ein Vorbild. Sie ist Inspiration und Mutmacher, die sich von dem Gegenwind, der ihr entgegenwehte, die Haare trocknen ließ und dann nach Hause ging und weinte, weil öffentliche Häme so wehtut, wie es nur die begreifen, die sie selbst erlebten. Verehren ist gut. Vor allem, wenn es wie heute eine Person trifft, die sich viel mehr für andere interessiert als für sich selbst. Manchmal muss man dafür weit laufen, um diese Verehrung zu erfahren. In Mexico City saßen wir bei einem Gespräch mit einem jungen Radiomacher, der mit Trotters Film, die er alle kannte, cineastisch groß wurde. Sie gaben ihm Anlass zum Denken, Schreiben und Fragen. Margarete war glücklich. Es ist schön, wenn sie glücklich ist. Und ich hoffe, dass du es auch heute bist, liebe Margarete, liebste Freundin, wenn du den Ehrenpreis erhältst. Meine Verehrung hast du schon lange und meine Liebe auch.